Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne von Holly Goldberg Sloan Sam und Emily – Kleine Geschichte vom Glück des Zufalls vorstellen. Das Buch ist 2012 im Arena Verlag erschienen, hat 428 Seiten und kostet 17,99 Euro. Es geht um die erste große Liebe, und zwar um die erste große Liebe zwischen Sam und Emily. Sam und Emily könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Emily in sehr, sehr behüteten und wohlhabenden Verhältnissen aufwächst, lebt Sam doch sehr, ja, armselig und ist nie lange an einem Ort, weil Sams Vater Clarence, der schizophren ist, Sam und seinen jüngeren Bruder Riddle als kleine Kinder von seiner Mutter entführt hat. Sam geht sehr, sehr gerne in die Kirche und hört sehr gerne Musik. Und so kommt es, dass eines Sonntagsmorgens Sam sich mal wieder auf den Weg in die Kirche begibt, um der Musik zu lauschen. Und da trifft er Emily. Emily steht vorne am Altar und singt I'll Be There. Mehr schlecht als recht, und das weiß sie auch. Und Emily ist auch schon ganz schlecht, weil sie Angst hat, ihren Vater, der sehr, sehr musikalisch ist und auch auf sie sehr, sehr große Stücke hält, zu enttäuschen. Und so denkt sich Emily, okay, ich ziehe das Ganze jetzt durch und fixiere einfach irgendeinen Punkt in der hintersten Reihe der Kirche, weil da sitzt sowieso nie jemand. Und dann sitzt da Sam. Emily geht her und fixiert Sam in dem Moment und singt dann I'll Be There nur für Sam. Sie hat auch das Gefühl, dass sie dieses Lied nur für Sam singt, und auch Sam hat dieses Gefühl, dass sie es nur für ihn singt. Nachdem Emily dann mit ihrem Solo von I'll Be There von den Jackson 5 fertig ist, rennt sie erstmal zur Tür raus und übergibt sich. Sam eilt ihr natürlich gleich zur Hilfe, und genau in dem Moment macht's Klick zwischen den beiden. So schnell Sam da war, so schnell ist Sam aber auch schon wieder weg. Aber Emily kann ihn nicht vergessen. Und der Zufall will es, und einige Tage später begegnen sich Sam und Emily wieder. Sie verabreden sich also miteinander, und es kommt, wie es kommen muss. Die Liebe keimt auf zwischen den beiden. Sam trifft sich allerdings heimlich mit Emily, weil ja, er nicht möchte, dass sein Vater davon erfährt, und er weiß ja auch nie, wie lange er in der Stadt ist und alles. Es kommt aber, wie es kommen muss. Sams Vater Clarence kommt leider hinter die Beziehung, und es gefällt ihm gar nicht. Was Sams Vater Clarence anstellt, um diese Beziehung zu Emily zu unterbinden, und in welche Gefahr er dadurch Sam und seinen kleinen Bruder Riddle bringt, das, meine Lieben, das müsst ihr halt wie immer selbst lesen. Ja, das ist das Erstlingswerk von Holly Goldberg Sloan. Und ich bin auf das Buch aufmerksam geworden durch die Buchmesse letztes Jahr. Ich hatte vom Arena Verlag ein kleines Heftchen, und da war eine Leseprobe drin. Und das hat mich so gepackt, dass ich mir also jetzt Anfang Februar endlich dieses Buch besorgt habe. Und ich habe es dann auch gleich angefangen zu lesen, und ich war von der ersten bis zur letzten Seite so gefesselt. Es ist ein wunderschöner Schreibstil. Es war einfach toll. Es ist ein ganz, ganz herzliches und gefühlvolles Buch, was Holly Goldberg Sloan da geschrieben hat. Und es ist nicht nur was für Jugendliche, es ist definitiv auch was für Erwachsene. Und dieses Buch lehrt uns, dass wir immer auf unser Herz und auf unser Bauchgefühl hören sollen und nie die Hoffnung aufgeben sollen. Leider muss ich diesem Buch auch einen Punkt abziehen, also eine Rose, weil in diesem Buch eine Situation vorkommt. Da geht es um Riddle und um Sam, mehr möchte ich gar nicht weiter dazu sagen, die mir doch sehr, sehr unrealistisch ist. Also wenn man das Ganze liest, dann denkt man schon, das ist schon ein bisschen zu viel Glück und ein bisschen zu viel Zufall, und das alles grenzt, um ganz ehrlich zu sein, schon an ein Wunder, und zwar an ein doppeltes. Und so viel Glück und so viel Zufall und so viel Wunder, tut mir leid, aber das gibt's nicht, und schon gar nicht im Doppelpack.
Deshalb bekommt dieses Buch nur 5 von 6 Rosen von mir. Wie gesagt, ihr bekommt trotz allem meine absolute Kaufempfehlung für dieses Buch, weil es wirklich wunderschön ist, total gefühlvoll, alle Figuren bis auf Clarence und noch eine Figur, die nicht so begeistert ist, dass Emily mit Sam zusammen ist, mir ans Herz gewachsen sind und was Emilys Familie tut und wie sie mit Sam und Riddles Geschichte umgeht. Das ist ganz, ganz toll. Und auch Sams kleiner Bruder Riddle ist ganz, ganz toll. Der ist Autist und also wirklich, der hat eine ganz süße Rolle da drin. Und ja, wie gesagt, das Buch lehrt einem, dass man auf sein Herz hört, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Und was es auch noch lehrt, ist, wer anderen eine Grube gräbt. Ja, wie gesagt, auch sehr für Erwachsene zu empfehlen. Und mich würde jetzt interessieren, wer von euch hat dieses Buch hier vielleicht schon gelesen und fand es genauso toll? Oder liegt es vielleicht bei einem oder anderen von euch schon auf dem Zug? Tja, das war's mal wieder, meine Lieben, von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben!